Und dasselbe passierte auch in Guyenne? Die Ratten. Der Biss, der das Blut vergiftet. Es schien so weit weg von uns. Vogel, warte! Hey, du hast geträumt. Sind wir da? Nein, aber bald. Hey. Sieh da nicht hin. Wieso? Sie bleiben doch sowieso da. Es ändert überhaupt nichts. Hugo, du hattest einen Anfall. Ich will nicht nach Marseille. Viele Menschen sterben, du weißt das. Mutter will, dass du... Nein! Die Insel. Dort muss ich hin. Da kann ich geheilt werden, Amicia. Wir können sie finden. Bitte. Niemand hört zu. Mutter wusste, dass es mir nicht gut geht. Doch der Magister hat es abgetan. Er sagt, es sei ein Test. Mutter und er meinen, sie wissen alles, doch sie wissen gar nichts. Menschen sterben, meinetwegen. Hey, hey, hey. Ich weiß. Ich will wirklich nur dein Bestes. Versprochen. Lukas, besuchst du mit Hugo den Kapitän? Gern. Er wird euch zeigen, wie man das Boot steuert. Ich frage ihn, ob er uns Knoten beibringen kann. Und vielleicht lässt er uns sogar ans Steuer. Ja. Wir müssen ihn beschützen, Amicia. Du willst ihn nur wieder einsperren. Das ist nicht dasselbe. Du hast gesehen, was passiert. Der Orden hat Mittel und Experten. Sie wissen, was zu tun ist. Das ist nur passiert, weil du und dieser Vaudan so schlecht zu Hugo wart. Mutter, ihn wegzusperren und ihn weiter zu quälen, wird ihn am Ende noch umbringen. Er ist ein Kind. Er ist ein Opfer von all dem hier. Er ist mein Kind. Wir sind keine Feinde, Amicia. Ich weiß, du liebst Hugo und euch verbindet etwas, das ich nie verstehen kann. Aber bitte öffne deine Augen. Das Geschehene wird sich wiederholen. Du hast recht. Du verstehst es einfach nicht. Ah, der Schutt. Hier ist jede Menge davon. Ich werde mal nachsehen. Ich weiß, was los ist. Na, dann kümmern wir uns darum. Na schön, Kinder. Dann leg mal los. Hey, du kannst wieder rein, wenn du willst. Nein, ist schon gut. Ich lass dich nicht hängen. Das weißt du doch. Fürs Erste bringen wir das Boot in Bewegung. Es ist noch nicht vorbei. Ja, na los. Dankeschön. Unterm Rumpf ist jede Menge Schutt. Sollen wir den wegräumen? Das würde zu lang dauern. Wir könnten es runterschieben? Gut, versuchen wir es. Fertig? Ja. Dann schieb! Ihr müsst nachkommen! Was? Amicia! Folgt uns! Wir warten flussabwärts auf euch! Komm, wir suchen uns einen anderen Weg. Ich hoffe, Joseph kann das Boot anhalten. Viele sind tot. Das haben sie nicht verdient. Eine Tragödie. Ich hätte nie gedacht, dass... Dafür ist es jetzt zu spät. Aber diese Insel. Hugo sagt, dort wird alles gut. Also ist es so. Wie? Die Frage ist, wo? Wir müssen sie finden. Was ist mit eurer Mutter? Mir egal. Aber du musst dich für eine Seite entscheiden.
Sie ist meine Magistra. Versuchen wir es mal hier. Diese Stille. Oh, was zur Hölle? Keine Panik. Da röhrt nur ein Hirsch, glaube ich. Oh Gott, die habe ich ganz vergessen. Die Paarungszeit muss wohl schon begonnen haben. Anscheinend hat sich für die nichts verändert. Die Natur ändert ihre Regeln nicht. Dieses Chaos ist ein Teil von ihr. Irgendwie. Nur, dass die balzen, während wir versuchen, nicht zu sterben. Stimmt. Gehen wir zurück. Nach dir. Hier ist ein Weg. Mir nach. Hier ist der Fluss. Da sind sie. Mein Gott, es sieht von oben noch schlimmer aus. Das stinkt ja. Was ist das? Oh nein, 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 nein. Was zur Hölle? Da sind sie. Sie sind schon hier? Sicherheit, glaube ich. Das war wirklich knapp. Alles in Ordnung? Ja, keine Sorge. Geht's gut, Hugo? Sieh doch, beiden geht's gut. Ja, aber die Ratten. Wir kommen schon zurecht, sind unterwegs. Also, wo fangen wir an? Auf der anderen Seite sind Feuerbecken. Dieser Heuballen brennt bestimmt gut. Komm schon, lauf! Puh, alles klar, das wäre schon mal geschafft. Wir sind umzingelt. Es muss doch irgendwie gehen. Die Kräne. Ja, wenn die Kräne Steine bewegen können, dann... Und der da hat eine Kurbel. Wir sollten es versuchen. Das Heu bewegt sich. Ja, so kommen wir vielleicht rüber. Das wird nicht halten. Es muss ein Gegengewicht geben. Ich kümmere mich um den Kran und du dich um die Schleuder. Na gut, ich gehe rüber. Viel Glück. Eine Aufgabe für dich, Lukas. Geht klar. Hast du das Loch gesehen? Was die mittlerweile können? Sie haben eine Stadt eingerissen. Und das wird wieder passieren, wenn wir Hugos Gefühle ignorieren. Zu mir zu bringen. Dann kann ich ihn anzünden. Hier kommt's. All das nur, um nach Marseille zu kommen. Ist es aber vielleicht wert? Ist es nicht. Und Hugo glaubt auch nicht mehr daran. Ja, ich kann ihn leider gut verstehen. Bin da. So ist's gut. Alles klar. Hier komm ich. Dann mal weiter. Amicia! Wir sind auf dem Weg, Hugo!
Er hat immer noch Angst. Ich muss schnell zu ihm. Er hat eine Mutter. Sie ist verblendet, Lukas. Das weiß er. Na gut, dann sollten wir schnell zum Boot zurück. Wir benutzen noch mal den Kran. Ja. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Natürlich. Amicia, du solltest mir sagen, was du davon hältst. Von was? Von der Insel. Ich kenne dich. Wie gesagt, entscheide dich für eine Seite. Fertig! Sag, wenn ich loslassen soll. Jetzt! Ich lauf los! Komm schon, schnell! Fang! Schleuder's auf den Boden und lauf zur Treppe! Was ist das? Schnell! Das hält nicht lang! Weg da! Haut ab! Das mögen sie nicht! Was war das? Pyrit, ein Mineral! Hab ich unterwegs aufgesammelt! Hat mir das Leben gerettet! Danke! Ich dachte, da kommen nur Funken, aber das... Ich brauche mehr! Dann halte danach Ausschau! Alles klar, jetzt bring ich dich rüber! Alles klar, lässt sich komplett drehen. Halt durch, Lukas! Lass dir Zeit, solange sie hier nicht hochklettern. So wird es klappen. Ja, guter Wurf. Gut gefangen. So, ich bin dran. Oh je. Du schaffst das. Lauf einfach weiter. Ja, sind nur Ratten, stimmt's? Kenn ich doch schon. Ja, worauf warte ich dann? Na los, los, ja! Nicht denken, rennen! Nicht denken. Du bist ziemlich schnell. Danke. Es geht nichts über gute Motivation. Ich sitz fest. Das Ding hängt. Ich kümmere mich drum. Hier ist noch ein Heuballen. Ich zünd ihn an und dann los. Alles klar. Bleib, wo du bist. Übrigens, ich mag deinen Kampfschrei. Danke. Damit kann ich schneller rennen, glaube ich. Fast geschafft. Durchatmen. Ich versuche es. Wir sind fast da. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Wenn der Orden ihn in die Finger kriegt, ist es zu spät. Die sind nicht alle wie Vaudan, Amicia. Das Risiko können wir aber nicht eingehen.
Hey, du kennst mich doch. Ich komme immer zurück. Habe ich ihm auch gesagt. Ich bin trotzdem froh, dass es euch gut geht. Ich störe ja nur ungern, aber wir müssen weiter. Und die verdammte Kette ist im Weg. Wir kümmern uns drum. Wir brauchen keine Fähre. Die Kette muss weg. Auf unserer Seite ist nichts. Völlig verrostet, glaube ich. Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Unter dem verdammten Steg ist irgendwas. Scheint die Kette zu blockieren. Wie kommen wir da runter? Wir finden eine Lösung. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Natürlich. Und? Ist da ein Durchgang? Da ist ein Loch. Ich gehe rein. Vorsichtig. Oh Gott. Alles in Ordnung? Alles gut. Da sind überall tote Leute. Raus da. Nein. Ist schon gut. Keine Sorge. Tut mir leid. Oh, nein. Bitte nicht. Nur tut mir leid. Ich muss. Bitte. Verzeih. Es muss leider sein. So. Versucht's jetzt mal. Du hast es geschafft. Ich bring die Fähre zu dir. Ja, bitte. Komm zurück. Bin unterwegs. Das war bestimmt schrecklich. Ja. Alles in Ordnung? Fertig? Endlich Luft. Lass dir Zeit. Sag mir Bescheid. Aufhören. Sofort. Tut mir leid, Amicia. Ich hab Angst. Ach nein, es ist nicht deine Schuld. Marseille wird dir gut tun, Hugo. Ich will nicht zum Orden gehen. Ich weiß, Magister Vaudin war nicht nett. Aber diesmal wird es anders. Seine Insel, Mutter. Nicht jetzt, Amicia. Na gut. So, die Kette muss weg, auf welche Weise auch immer. Siehst du was? Ich suche schon. Hier muss doch etwas sein. Einfach der Kette nach, Amicia. Du findest schon was. Zermalmt. Wie soll sie zurückkommen? Die Kette ist weg, aber die Portons auch. Ich docke an der Schleuse bei der Brücke an.
Lukas, kommst du dahin? Irgendwie bestimmt. Alles klar, bin unterwegs. Sei vorsichtig. Pass auf dich auf. Ja, ja. Ist doch egal, was mit mir ist. Hier geht's nur um Hugo, Mutter. Ich weiß, du vertraust mir nicht, aber hör ihm bitte zu. Beruhige dich. Konzentrier dich. Mal sehen, was da drin ist. Mal sehen, was sich machen lässt. Himmel, das nächste Schlamassel. Wie komme ich darüber? Ganz ruhig. Du bist aufgewühlt und du weißt warum. Die Insel. Denk jetzt nicht dran. Bleib konzentriert. Das ist geschafft. Lukas! Wo bist du? Mutter! Ist Lukas noch nicht bei dir? Nein! Wir sehen ihn nicht mehr. Aber was macht er denn? Ich muss wieder klettern. Der andere Karren hatte die perfekte Größe. Zu hoch. Ich brauche noch einen Karren. Jetzt müsste ich zurückkommen. Du schaffst das. Ist doch nur ein weiteres Hindernis.
Komm her, ich brauch dich. So sollte es gehen. Wo bist du? Los geht's. Ah, gut, eine Insel finden. Ah, und wie? Vielleicht könnte ich Joseph fragen. Ganz diskret. Was zur Hölle? Oh nein, Arnos Männer! Lass ihn in Ruhe! Ziel einfach und schieß! Mit dem Griff kannst du nachladen! Alles klar! Loslassen! Lass mich los! Wie gefällt euch das? Lukas, alles in Ordnung? Ich zittere am ganzen Körper. Danke. Zu viele Ratten. Ich komme nicht zu euch hin. Amicia, mach ihm den Weg frei. Wie? Repariere deinen Bolzen mit Ignifer. Feuer auf irgendwas aus Holz. Dann brennen die Bolzen länger. Mach ich. Lukas, ich sag Bescheid, wenn der Weg frei ist. Verstanden. Danke. Das sollte reichen. Der Weg ist schon fast frei. So, du kannst kommen. Ja. Brillant! Bin unterwegs! Wie geht es dir? Gut. Mir ist zwar das Blut gefroren, aber danke fürs Treffen. Das war die gleiche Gruppe wie in der Arena, Amicia. Was ist in der Arena geschehen? Und wer ist dieser Arno? Er ist ein großes Problem, fürchte ich. Wir müssen weg! Hier haben wir also das berühmte Mädchen mit der Schleuder. Du bist offenbar auch sehr geschickt, wenn es um das Töten meiner Männer geht. Dann los! Jetzt! Ja, netter Versuch. Das ist schlecht! Was ist los? Schnell, flussaufwärts! Umzingelt sie! Was hast du mit denen gemacht? Hab dich nur verteidigt! Thank you.
nimmt zu, weil wir aus der Schlucht raus sind. Bleib am Ruder und überlass sie mir. Nicht schlecht, Kleine. Die Armbrust ist wie für dich gemacht. Nein! Was ist geschehen? Joseph ist tot! Geh wieder rein und pass auf Hugo auf! Na, was willst du jetzt tun? Nein! Ich bin hier. Zeig mal, wie du gegen meine Rüstung ankommen willst. Warum eilst du weg? Lauf! Du wolltest doch, dass ich komme. Häng ihn erst ab, dann zu den Seilen. Hau dich an, so unvorbereitet. Du bist gut im Töten, das muss ich dir lassen. Aber was jetzt? Nicht anhalten! Wer tötet, muss bereit sein, getötet zu werden. Nur fair, oder? Keine Panik! Hör auf zu zittern! Lass dich nicht erwischen! Oh, ich muss zurück! Ich kann es schaffen! Das Boot! Ja! Na, Wetterausblick? Nein! Nein! Fahr zur Hölle! Was ist los? Ich dachte, du wolltest sterben. Genau. Versteck dich, das passt zu dir. Ich kriege dich sowieso. In Sicherheit. Erstmal atmen. Wo willst du hin? Ich schnappe ihre Familie, damit locke ich sie raus. Nein, Dreckskerl. Ich tu dir nicht weh.
Ehrlich? Ich muss vor ihm beim Boot sein. Schneller, verdammt! Halt ihn auf und dann nimm was jetzt! Ich weiß, dass ihr das wart! Er ist tot. Der Schuldige muss noch hier sein. Genug gespielt für heute? Ich zeig dir ein Spiel. Amicia, nein! Halt, sonst seid ihr auch dran! Wir müssen ihr helfen! Letzte Lektion. Wenn du das Risiko suchst, musst du besser sein. Na, sieh mal an. Verstärkung. Warte. Ganz ruhig, sie sind weg. Du wirst doch nicht sterben. Nein. Komm zurück. Wir haben nicht viel Zeit. Was hast du vor? Amicia! Amicia! Was tust du? Was tust du da? Wäre es, wenn wir in See stechen. Nur du und ich. Finden wir deine Insel.